Hey Leute, heute machen wir was ganz Seltsames. Wir dampfen ohne Strom. In den Medien war vor ein paar Tagen ein Gerichtsurteil zu lesen. Ich habe hier eine Fliege, hau ab. Und zwar ging es da um Shisha-Café. Den wurde vom Ordnungsamt verboten, Shishas zu zünden. Ganz normal, NRW, Nichtrauchergesetz, also dürfen auch keine Shishas dort verwendet werden. Allerdings ist der große Unterschied, in diesen Shishas waren unter anderem nur Früchte und Dampfsteine, also kein Tabak. Und ich dachte mir so, Dampfsteine, das gibt's gar nicht. Wenn es das gäbe, hätte ich davon gehört, das kann nicht sein. Dampfsteine, ja. Ich habe mich aber dann noch ein bisschen weiter damit beschäftigt. Und ganz interessant, die Dinger scheint es tatsächlich zu geben. Dampfsteine sind ein Tabak, Ersatz würde ich nicht sagen, Substitut, eine Alternative, eine Tabakalternative zum normalen Shisha-Tabak. Und das Thema hat mich sehr interessiert. Ich habe da noch ein bisschen gesucht und bin auf die Shisha-Galerie gestoßen. Die sind auch hier aus Saarbrücken. Ein Laden, der irgendwie alles für die Shisha verkauft. Und die hatte ich angeschrieben und habe gesagt, wir müssen da mal drüber reden. Könnte ich vielleicht über eure Dampfsteine ein Video machen? Total nett, haben sich super schnell gemeldet. Und gestern Abend war Fabio von der Shisha-Galerie hier. Der ist vorbeigekommen, hat mir eine Shisha aufgebaut. Hat mir das alles erklärt. Ich hatte noch ein paar Freunde eingeladen. Es war ein echt cooler Abend. Wir haben ihm ein bisschen was über das Dampfen erklärt. Er hat uns die Shisha auseinandergenommen und erklärt. Er hat uns sogar Energy Drinks mitgebracht. Danke nochmal. Gleichwerbung. Hat uns tatsächlich alles mitgebracht, damit wir diese Dampfsteine testen können. Eigentlich wollten wir gestern Abend schon in geselliger Runde ein Video drehen, aber es wurde dann irgendwann so gesellig, dass ich dann das auch irgendwann erledigt hatte. Also, was sind Dampfsteine jetzt? Dampfsteine sind Mineralsteine, ihr seht die hier drin, die relativ große Poren haben und deswegen sowas ähnliches wie Liquid aufnehmen können. Es ist eine Mischung aus Glycerin, aus Geschmack und aus Honig. Es ist wohl ein bisschen Honig dabei für die angenehme Süße. So, hier ist jetzt noch eine Eilmeldung. Der Typ hinter mir hat irgendwie behauptet, da wäre Honig in Liquid und das ist da überhaupt gar nicht drin. Der hat voll den Stuss erzählt. Es ist kein Tabak drin und es ist kein Nikotin drin. Also diese Teile gibt es nur ohne Nikotin. Dementsprechend werden wir wohl kein Flash haben. Zum Testen habe ich 4 Sorten gekriegt. Einmal Peach, Mint, Blueberry und Dragonfruit. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich mache mir jetzt die Shisha klar, probiere da so ein bisschen durch und dann reden wir anschließend drüber, wie sinnvoll oder wie sinnbefreit das ist, was da passiert. Peach habe ich noch nicht getestet, das probiere ich jetzt mal. Diese Steine werden wie Shisha-Tabak in den Kopf der Shisha eingefüllt. Und zwar so, dass die wirklich gut bedeckt ist. Sieht dann irgendwie so hier drin aus. Abgefahren ist, ich habe gemerkt, die sind ähnlich verrückt wie die Dampfer. Also man kriegt jedes Zubehörteil, was man brauchen könnte, auf jeden Fall zu kaufen. Das hier wird jetzt abgedeckt mit 2 Lagen Alufolie. Die bekommt man fertig geschnitten mit einem Shisha-Logo vorne drauf zu kaufen im Shop. Davon kommen 2 Plättchen über den Kopf. Hier rein müssen jetzt Löcher, das macht man aber dann auch nicht irgendwie, sondern der geneigte Shisha-Benutzer hat hier so ein Nagelbrett, mit dem er das macht. So, und als letztes kommt jetzt hier so eine Kohle. Gibst du, der war sau schlecht. Ne, hier so ein Stück Kohle. Die haben mir sogar einen Zünder dabei gelegt. Feuerwerk! Diese Selbstzünderkohlen stinken ziemlich. Darüber müssen wir halt leider nachher noch ein bisschen länger quatschen. Kohle muss glühen. Beim Auflegen hört man es da drin schon ziemlich brutzeln. Das Ritual an sich ist ganz nett. Also die Kohle ist jetzt aufgelegt. Die Hitze braucht jetzt ein bisschen, bis es da losgeht.
Ich schiebe die ein bisschen hin und her, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt, und schiebe das ganze Paket mal zur Seite. Über Sinn und Unsinn dessen, was da passiert, müssen wir ganz dringend nachher noch reden. Ich bin da zwar jetzt auch kein Experte für, aber ich habe mir da halt auch schon so meine Gedanken für gemacht. Ich würde das Ding jetzt mal andampfen. Am Anfang brauchst du mal ein bisschen. Es dauert ein paar Minuten, bis da eine volle Dampfleistung rauskommt. Das Ritual an sich hat schon was wirklich Schönes. Wir saßen gestern Abend so in gemütlicher Runde und der Schlauch ist gewandert und da hat er mal gezogen und man hat währenddessen gelabert und gequatscht und so. Also toll ist es schon. Also vom Dampf her, ihr seht's, jetzt verglichen mit einem guten Verdampfer auf einer E-Zigarette, würde ich sagen, so mittel. Irre viel ist es nicht. Ihr zieht bei einer Shisha direkt auf die Lunge, nicht wie bei einer Zigarette, wo ihr zunächst mal in den Mund zieht und dann das Ganze runter in die Lunge zieht. Ihr zieht halt direkt quasi durch. Der Dampf ist natürlich kalt. Der hat jetzt den ganzen langen Weg durch den Schlauch gemacht, vom Shisha-Kopf durchs Wasser, durch den Schlauch und dann erst hierher. Deswegen ist der Dampf ziemlich kalt. Mit einem längeren Zug ist der Dampf auch ganz okay. Er ist nicht sehr konsistent, man kann ihn hier so hinpusten und er ist dann gleich wieder weg. Was mich persönlich jetzt überhaupt nicht stört, ich brauche das nicht. Was ihr nicht wirklich haben werdet, ist ein Flash. Ich habe es gesagt, in all diesen Produkten, die Firma heißt übrigens Shiatsu, habe ich das schon mal gesagt, in all diesen Produkten von Shiatsu ist kein Nikotin drin. Aber ich glaube auch, Nikotin ist nicht so das, was der Shisha-Benutzer normalerweise sucht, sondern der ist ja schon auf der Suche nach dem Geschmack und nach diesem gemütlichen Ding. Kommen wir zum Geschmack. Peach, Pfirsich, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Was ich gemerkt habe, ist, dass versucht wird, in diesen Flavors auch so ein bisschen das Shisha-Aroma, was man immer so rausriecht, nachzuempfinden. Alles, was wir bisher probiert haben, bis auf die Minze, hatte noch so einen Unterton mit drin. Vom Geruch her merkt man, dass da noch was mit bei ist. Also hier zum Beispiel Blueberry, schmeckt nach Blueberry, schmeckt aber auch leicht seifig. Genauso Dragonfruit und auch genauso dieser Pfirsich hier. Ich habe hier immer die Hände verklebt von dieser Melasse, die da Nase versaut. Aber das gehört wohl bei der Shisha auch einfach mit dazu. Das mit diesem Aroma ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall. Kommt aber, denke ich, bei Leuten, die auf Shisha stehen, wahrscheinlich ziemlich gut an. Also die Idee ist, wie ich finde, zunächst mal ziemlich gut. Zu sagen, man schafft sich so ein Trägermaterial, was bei uns früher die Watte war und jetzt zum Beispiel der Tank ist, bringt das in den Shisha-Kopf ein und das, was eigentlich die Heizwendel bei uns ist, ist hier jetzt die Kohle. Dadurch fallen die Inhaltsstoffe des Tabaks weg, was hier erstmal eine ziemlich gute Sache ist. Problematisch allerdings, finde ich, ist die Sache mit der Kohle. Denn jetzt haben wir hier schon keinen Tabak mehr und haben Dampf, der da rauskommt. Allerdings liegt oben eine Kohle auf und die ist am Glühen. Das heißt, die setzt auf jeden Fall Kohlenmonoxid frei. Was bei diesen Shisha-Kohlen jetzt noch alles drin ist und was ich mir da noch reinziehe, kann ich nicht genau sagen. Aber so wie diese Selbstzünderkohle riecht, wenn man sie anzündet, denke ich mir, es wird nichts sein, was wirklich allzu gut ist. Jetzt für dieses Experiment, denke ich mir, werde ich mich damit nicht umbringen. Ich habe 20 Jahre lang jeden Tag irgendwie so eine halbe Stange Asbest geraucht. Da komme ich damit jetzt natürlich auch noch klar. Und ich habe gestern Abend diese Shisha viel genutzt. Ich hatte jetzt heute Morgen nicht das Gefühl, als hätte ich mir was wahnsinnig Schlechtes reingezogen. Problematisch bleibt es dennoch. Es gibt mittlerweile elektrische Kohle für die Shisha. Die wird aufgelegt und funktioniert mit Strom, so wie bei uns die Heizwendel funktionieren. Das Problem ist, dass diese Geräte immer noch zu weit von den Steinen weg sind, als dass es wirklich funktionieren könnte. Die Hitzeentwicklung ist nicht groß genug, um damit auch bei diesen Dampfsteinen Erfolg haben zu können.
Ich habe an ein paar Stellen im Internet nachgeguckt und auch der Fabio hat mir davon abgeraten. Er hat gemeint, das wird nicht funktionieren. Und wenn das jetzt noch funktionieren würde und es gibt bestimmt irgendwelche Tüftler, die es hinkriegen, dann wäre das eine durchgehend geile Sache. Ganz gewiss ist es eine Alternative, wenn ihr sagt, ihr wollt zwischendurch mal nochmal in ein Shisha-Café gehen, ihr möchtet aber dort keinen Tabak konsumieren, könnt ihr auf jeden Fall nach Dampfstein fragen. Noch cooler ist es natürlich, wenn sie vor Ort eine E-Shisha haben. Diese E-Shisha-Aufsätze kriegt man auch bei Shisha-Galerie. Die sind nicht wirklich günstig, aber es soll ziemlich gut funktionieren, was ich bisher auf Videos gesehen habe. Mein Fazit jetzt muss ich so ein bisschen in zwei Fazits aufteilen. Da ist einmal die Frage ist, wie ist es für mich als Dampfer? Und andererseits die Frage ist, wie ist es denn überhaupt? Für mich als Dampfer ist es keine Option. Denn die Geschichte mit der Kohle, das mag ich nicht. Ich mag das ganze Ding so, wie es da steht. Also ich mag die große Shisha, ich mag die Geschichte mit dem Wasser, ich mag das ganze Ritual, das man sich macht, Kohle zu entzünden und das Ding zu befüllen und sich zwischendurch immer noch mal so ein bisschen drum kümmern zu müssen, dass das alles läuft und funktioniert. Mit Leuten da zu sitzen, den Schlauch rumgehen zu lassen, das ist alles total geil. Das, was ich mir aber an Gedanken mache, wegen der Zünderkohle, wenn wir als Dampfer sagen, wir möchten nichts mehr, was verbrennt, würde ich sagen, für einen Dampfer, der umgestiegen ist, kann es vielleicht mal taugen, für einen Abend zu sagen, hey, ich gehöre mal in eine Shisha-Bar und benutze dort Dampfsteine. Warum nicht? Man wird sich damit nicht umbringen. Aber eben wirklich nichts für einen Dauergebrauch, denn das wäre schon sehr bescheuert zu sagen, ich verzichte auf brennenden Tabak, benutze aber andere brennende Sachen tagtäglich. Da stellt sich der Effekt einfach nicht ein. Also schöner wäre es, wäre überhaupt kein Verbrennungsprodukt dabei. Als Produkt als solches, fernab von der Dampferei, muss ich sagen, finde ich es eigentlich eine ganz gute Idee, dass sich auch Hersteller die Gedanken machen, wie kriegen wir so ein bisschen Schadstoffreduktion hin, denn es ist jetzt garantiert weniger drin, es ist kein Tabak mehr am Start. Und das trotzdem noch so weit bei Genuss, deswegen finde ich, ist es ein Schritt in eine richtige Richtung. Es ist schön, dass sich Hersteller Gedanken drüber machen. Jetzt müsste halt noch getüftelt werden und das letzte bisschen halt auch noch rausgenommen werden. Was den Geschmack der Geschichte angeht, ja, man muss wohl Shisha-Freund sein, schätze ich. Es ist definitiv ertragbar, also so ist es jetzt nicht, aber ich würde mich jetzt auch um die Geschmäcker nicht unbedingt prügeln. Aber da bleibt wohl auch noch abzuwarten, wer noch alles als Hersteller auftreten wird, wie deren Geschmäcker sind. Jetzt habe ich sowieso 4 Geschmäcker probiert. Eins davon fand ich sehr gut, das war das Minze. Ich glaube, über 20 oder 30 Geschmackssorten gibt es, also deswegen kann ich da jetzt auch noch keine wirkliche Aussage treffen. Okay, das war die Geschichte zum Dampfen ohne Strom. Wenn ihr noch Fragen habt, hier unten ist ein Formular, wo ihr auf jeden Fall nachfragen solltet, wenn es komplizierter ist, ist eher bei shisha-galerie.de, die können euch da eher weiterhelfen. Es ist nicht so 100% mein Thema. Ihr denkt an das Daumen hoch und Abonnier und der ganze andere Scheiß. Ich habe eine Facebook-Seite seit kurzem, das muss ich auch nochmal kurz erwähnen. Ihr könnt dort mal drauf schauen, dort poste ich in super unregelmäßigen Abständen irgendwelche Sachen, die mit der Dampferei zu tun haben. Ich sage nochmal danke an die Shisha-Galerie für das zur Verfügung stellen und vorbeibringen und aufbauen und erklären und machen und alles drum und dran. Mich interessiert eure Meinung hier unten im Kommentarfeld. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.